Ja, also mein Name ist Markus Lietzau. Ich habe 2013 Dental Splays gegründet mit einem Kernteam von 5 Leuten. Meine Frau ist auch mit dabei als Kieferorthopädin. Und dieses Kernteam von 5 Leuten ist inzwischen gewachsen auf, wir sind fast 20, 19, glaube ich, wenn man es genau nimmt. Ja, und wir freuen uns, die 5 Jahre fast geschafft zu haben. Und es ist eine spannende, aufregende Zeit gewesen, die hoffentlich noch mal ein paar Jahre länger weitergeht. Und also es war so, dass ich immer was Medizinisches machen wollte. Und mein Papa, der kommt aus dem ganz handfesten Speditionsgewerbe. Und der hat immer gesagt, so von wegen, Junge, du machst ein riesenlanges Studium, dann noch im Zweifel 6, 7 Jahre Facharztausbildung als Arzt und verdienst nichts. Ja? Und da dachten wir seinerzeit, da ist es eine gute Balance, sozusagen die Zahnmedizin zu wählen, weil ich auch dieses Handwerkliche schon immer gern gemocht habe, also unabhängig vom Sport, sondern auch gerne gebastelt habe, so ganz feine kleine Sachen als Kind, diese Modellbausätze zum Beispiel. Ja, da gab es viel Gegenwind, auch am Anfang. Jeder hat gesagt, ach, da musst du einen Stein werfen am Kudamm und schon bist du beim Kollegen. Aber ich wusste schon damals, dass die City West sehr, sehr stark im Kommen ist. Habe hier nach Standorten ziemlich nah jetzt am Kanzlereck geguckt, im Kanzlereck selbst auch natürlich. Und habe festgestellt, dass die Anbindung S-Bahn super ist, Regionalbahn ist super. Parkhaus ist unter uns 600 Parkplätze, fußläufig zu den Hotspots in der City West. Also kurzum, ich habe nach einem Spot gesucht, der nicht nur, sage ich mal, die Stammpatienten aus Berlin, aus dem Süden von Berlin und aus dem Westen von Berlin bedient, sondern auch tatsächlich überregionale Patienten oder ausländische Patienten, um eine gute Anbindung bieten zu können. Und da war im Prinzip City West und dann das Kanzlerecken absoluter Glückstreffer. Und es hat sich bestätigt, dass das wirklich gut angenommen wird. Der tollste Moment in der Praxis war bisher, als ein ausländischer Patient aus einem bestimmten Land gekommen ist mit seiner Familie im Schlepptau. Und die waren am Anfang ganz, ganz skeptisch und haben gefragt. Und wir haben, glaube ich, 3 Aufklärungsgespräche gehabt. Es ging um eine Komplettsanierung, also eine sehr aufwendige Behandlung. Und zum Schluss, als wir dann nach ein paar Monaten fertig waren, die sind dann immer wieder zwischenzeitlich natürlich nach Hause geflogen, ist die Familie wieder mitgekommen, weil wir sagen Eingliederung, also wenn die fertige Prothetik, der fertige Zahnersatz eingesetzt wird. Und jedes einzelne Familienmitglied hat mich gedrückt nach der Behandlung. Ja, also nicht nur der Patient selber, sondern und dann wurde ein wenig bei allen Beteiligten ein wenig Wasser in den Augen war zu sehen. Also das war bisher der schönste Moment, dass man sozusagen die Dankbarkeit spürt, dass man sich da besonders viel Mühe gegeben hat. Und auch wir haben die Termine sehr stark zusammengefasst. Meine Techniker haben teilweise bis 3 Uhr morgens gearbeitet. Da gab es auch dann intern einige Diskussionen, aber letztendlich war das toll, dass man so eine Dankbarkeit gespürt hat. Also die interdisziplinäre Zusammenarbeit rührt daher, weil meine Frau Kieferorthopädin ist. Wir haben uns im Studium kennengelernt und für sie war schon immer klar, ich will nichts mit Blut oder Ähnlichem zu tun haben. Also muss es die Kieferorthopädie sein. Für mich ist die Chirurgie, die Oralchirurgie, auch die spezialisierte Zahnmedizin sehr interessant. Und so haben wir schon immer dann natürlich auch, als wir dann beisammen waren oder zusammengekommen sind, immer mehr darüber gesprochen. Und das ist schon auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Da komme ich wieder auf die Frage zurück, was hat dich an Kudamm verschlagen, ins Kanzlereck? Wir sind, obwohl wir hier mitten in der Kollegenschaft sitzen, relativ speziell in dem, was wir anbieten. Und das ist das Interdisziplinäre, dass wir ein Eigenlabor haben, dass wir Kieferorthopädie haben und dadurch auch Oralchirurgie und Zahnmedizin natürlich auch und dadurch diese komplexen Fälle, die eigentlich, sage ich mal, zwischen den Praxen hin und her laufen müssen, in einem Abwasch, in einem Behandlungsablauf auch im Team besprechen und behandeln können. Also es ist so, dass wir schon, wer oder ich viel Wert darauf lege, dass eigenständig gearbeitet wird. Das ist recht unüblich und dass auch komplexere Sachen von den Damen
alleine durchgeführt werden können, natürlich nach intensivem Teaching. Und das ist für die meisten am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber glücklicherweise sehe ich da auch gerade bei unserem Küken eine wirklich gute Weiterentwicklung, auch eine schnelle Weiterentwicklung vor allen Dingen, aber die ist auch Sportlerin, das heißt, die kennt es unter Druck zu arbeiten sozusagen und Leistung zu bringen. Also dieser Punkt der selbstständigen Arbeit, ohne dass da jetzt jemand immer mit im Zimmer ist, ist, glaube ich, schon das, was speziell ist, aber auch wirklich gut gemacht wird und auch eine gute Weiterentwicklung zu erkennen ist bei jeder, die hier arbeitet.